Gross ist nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern ich habe das Gefühl, wenn man Sachen isst, die gut produziert sind, mit, wie gesagt, am besten halt Bio für mich, und wenn es Sachen sind wie Käse oder Fleisch, das halt von der Produktion kommt, wo die Tiere halt gut gehalten sind, dann habe ich einfach das bessere Gewissen. Also ist einfach, dann kann ich das mit besserem Genuss essen und darum kaufe ich halt Bio, wenn immer das möglich ist, weil ich mache es ziemlich einfach. Ich habe das Gefühl, wenn man Bio kauft, dann ist man sicher ziemlich safe und darum ja, muss man sich nicht zu viel Gedanken machen. Gerade Fleisch habe ich das letzte bei einem Bauer gekauft, wo man weiss, wo man gerade halt eine ganze Kuh oder eine Hälfte halt, oder ein Viertel kauft. Und sonst für die grossen Genossenschaften, weil die schauen halt wirklich auch, dass die Sachen, die sie haben, dass sie fair produziert sind, dass es Bio haben. Ich freue mich auf diesen zwei grossen. Ich finde es eine tolle Sache, dass, glaub, auch gerade, dass man kann in einer ungezwungenen Art machen, schauen kann, wie würde ich einkaufen, und dann kann man es mal bewerten und dann sieht man, aha, das hat das und das drin, aha, ich hätte vielleicht besser das gekauft. Und ich finde es gut, dass nicht nur jetzt, dass man sagt, man muss einfach jetzt Bio kaufen, sondern dass man sagt, ja, es gibt auch noch Fairtrade-Sachen. Also zu Bio gehört eigentlich den Menschen auch dazu. Wir sind ja auch einfach in dem Sinne Tier oder Lebewesen in dem Sinne auf dem Planeten. Und dass man eigentlich halt wirklich das Gesamte wird und dort anschaut und sagt, look, es gibt verschiedene Sachen. Man muss auf verschiedenen Ebenen muss man schauen, oder ja, lohnt es sich irgendwie, das Auge drauf zu haben.